Entrümpeln, das mussten Tanja und Frank Smolinski auch. Das Ehepaar hat sich entschieden, Deutschland den Rücken zu kehren, auszuwandern, etwas ganz anderes zu machen, nochmal von vorne anzufangen. Vor 3 Jahren war das. Heute leben die beiden in Kambodscha und sind stolze Betreiber eines wunderschönen Gästehauses. Sie sind nur selten gemeinsam unterwegs, doch dann genießen sie es. Tanja und Frank Smolinski haben sich in Kambodscha eine neue Existenz aufgebaut und sich bewusst gegen ein Leben in Deutschland entschieden. Ich glaube, das Schlimmste war zum Schluss wirklich dieses einfach nur, wollen wir diese Arbeit, die wir in Deutschland gemacht haben, unser Leben lang weitermachen? Mhm. Naja, wir waren Deutschland müde, aber sind keine Deutschlandhasser. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Ja. Jetzt betreiben beide eine kleine Pension in Siem Reap, nahe den berühmten Tempeln von Angkor Wat. Auswandern nach Kambodscha, sicher kein gewöhnlicher Weg. Ich denke, das Schwierigste war der letzte Monat, bevor wir ausgewandert sind. Du planst, oder wir haben für 1,5 Jahre geplant, gespart, und so einen Monat vorher ist man dann doch nervös geworden, wenn man so seine letzten Sachen verkauft oder eingelagert hat. Und auch Freunde und Familie waren nicht gerade begeistert von der Idee der beiden, auszuwandern. Die meisten haben gesagt, ihr seid doch verrückt. Wie kann man seinen Job aufgeben in Deutschland? Wie kann man gerade in der Situation, weil es war ja nun gerade Wirtschaftskrise und ich hatte nun meinen festen Job, dann haben wir alles hingeschmissen. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, waren gerade unsere Familien auch so ein bisschen stolz, dass wir es tun. Dass wir es wagen. Frank? Restaurant, Bar oder Hotel. Anfangs ist für beide nicht klar, wie ihre Zukunft in Kambodscha aussieht. Schließlich entscheiden sich die 38-Jährige und ihr 42-jähriger Mann für eine kleine Pension, ein sogenanntes Guesthouse. Mit zuerst nur 5 Zimmern starten sie in ihr neues Leben. 3 Jahre ist das jetzt her, doch beide erinnern sich noch gut an den ersten Tag mit Gästen. Es sah nach kopflosen Hühnern aus, die aufgeregt durch die Gegend gerannt sind. Im Inneren, nach äußerlich war man natürlich ruhig und fast schon übermotiviert. Zu den Gästen, wir wissen immer noch, wer die ersten Gäste waren, und die haben dann irgendwann netterweise zu uns gesagt, es ist alles gut, entspannt euch und es macht Spaß hier. Nein, also auch wenn ich mal Hotelfachmann gelernt habe, ich war nie selbstständig in Deutschland, wir haben nie irgendwie ein eigenes Business gehabt, und natürlich will man es dann wahrscheinlich 220%ig richtig machen. Aber naja, wir haben ständig gefragt, ob alles in Ordnung ist und ob wir noch irgendwas tun können und. Und die kamen sich schon, glaube ich, belästigt vor, die Leute. Aber mit der Zeit wird man ruhiger. Inzwischen läuft ihr Gästehaus gut. In der Hauptsaison sind sie ausgebucht. Und das hat sich ja auch damit zu tun, dass die Tempelanlagen von Angkor Wat in der Nähe sind. Sie sind Welterbe der UNESCO und werden jährlich von rund 2 Millionen Touristen besucht. Viele von ihnen kommen allerdings nur für 2 oder 3 Tage hierher. Und dann wohnen sie meist in den großen Hotels. Doch vor allem junge Rucksacktouristen bevorzugen günstige Pensionen, wie die von Tanja und Frank. Denn hier ist alles etwas familiärer. Beide wollen zwar den engen Kontakt zu den Gästen, doch da sie selbst in der Pension wohnen, heißt das 24 Stunden ansprechbar sein. Das darf man nie vergessen, dass das am Anfang für eine Beziehung natürlich auch ungewohnt ist, sage ich es mal ganz vorsichtig. Natürlich haben wir uns und streiten uns auch manchmal wegen Kleinigkeiten, Logo. Nein, also mir fehlt eigentlich mehr so manchmal, das wird wahrscheinlich Tanja genauso gehen, so ein bisschen so der, dass man aus diesem Trott hier rauskommt. Inzwischen sind es vor allem deutschsprachige Gäste, die ins Bayern Garden Guesthouse kommen. Das hat sich einfach so ergeben. Darauf angelegt hatten es beide nicht. Doch die Prise Heimat in der Ferne ist wohl der eine Teil ihres Erfolgs. Der andere sind die großen und gut ausgestatteten Zimmer. In anderen Gästehäusern keinesfalls selbstverständlich. Mit rund 20 Euro pro Nacht sind sie zwar etwas teurer, doch die Gäste kommen trotzdem gerne. Hätten wir mit 20, 30, 40 Zimmern angefangen, wären wir einer unter vielen gewesen. Und aufgrund dieser nur 5 Zimmer konnten wir uns ja und können uns im Moment noch ganz anders um die Gäste kümmern als halt in der größeren Verpackung. In Kambodscha leben heißt für beide vor allem auch, mit den Kambodschanern zu leben. Für viele Ausländer vor Ort ist das nicht selbstverständlich. Doch für Frank und Tanja ist gerade das wichtig.
So geht Tanja morgens in eine Garküche an der Straße, um zu frühstücken. Warmes Essen am Morgen ist in Südostasien völlig üblich. Das Essen wird zwar frisch zubereitet, doch die Umstände sind für Europäer sehr ungewohnt. Auch für Tanja war die Hygiene in den Garküchen eine völlig neue Erfahrung. Für jemanden, der sowas noch nie gesehen hat, auf jeden Fall, ja. Ja. Gerade wenn man sieht, wie halt Fischfleisch gelagert wird, ist es gewöhnungsbedürftig, aber man gewöhnt sich dran. Und ist das gesundheitlich problematisch? Nein, eigentlich nicht, eigentlich nicht. Weil man darf ja auch nicht drüber nachdenken, was man im Restaurant zu essen bekommt, weil die kaufen auf dem gleichen Markt das Fisch, Fleisch, Gemüse wie wir auch. Ne? Und das ist genau das gleiche Essen, was man im Restaurant auch bekommt. Auch zum Einkaufen geht Tanja unter Kambodschaner. So kauft sie nicht im Supermarkt, sondern nebenan auf dem Straßenmarkt. Hier ist alles etwas günstiger. Aber es geht Tanja vor allem darum, mit den Menschen in Kontakt zu kommen. Die Landessprache Khmer spricht sie bisher nur sehr schlecht, obwohl sie sich seit dem ersten Tag bemüht. Doch Aussprache und Grammatik sind sehr kompliziert. Trotzdem kauft sie auch weiterhin hier ein. Denn ihr ist es wichtig, die kleinen Händler zu fördern. Weil ich denke, dass es wichtig ist, die lokalen Leute hier zu unterstützen. Das heißt, bei denen die Produkte zu kaufen, weil im Supermarkt bekomme ich auch westliche Produkte, ja. Aber ich möchte doch eher das kaufen, was die Einheimischen auch kaufen und die halt somit ja unterstützen. Der Alltag ist für beide sehr anstrengend, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussieht. Obwohl sie zwei Zimmermädchen angestellt haben, bleibt eine Menge Arbeit übrig. Vor allem die Gästebetreuung kostet Kraft. Denn das heißt nicht nur Frühstück zu machen, Busfahrkarten zu verkaufen oder Tempeltouren zu organisieren, sondern es bedeutet wirklich immer, für die Gäste da zu sein. Es ist die 24 Stunden präsent sein müssen. Das ist es. Das ist unheimlich hart in dem Sinne. Weil wir sind die Ersten, die aufstehen, wir sind die Letzten, die ins Bett gehen. Dadurch, dass wir keinen Nachtportier oder irgendwas haben, es ist ein 24-Stunden-Job. Und wir hatten es auch schon, dass nachts irgendwelche Gäste bei uns an die Tür geklopft haben, weil halt irgendwie was mit der Dusche gerade nicht stimmte oder weil im Zimmer irgendwas war. Also du bist immer präsent, immer. Und das ist in dem Sinne das Harte. Es ist nicht das Körperliche, um Gottes Willen. Es ist das Präsentsein. Die Dienstleistung ist nicht zu unterschätzen. Und das ist auch das, was den Beruf wirklich manchmal anstrengend macht. Gar nicht mal, dass die Gäste unfreundlich sind, aber es ist halt fordernd. So ist es eben selten, dass beide wirklich zusammen das Haus verlassen. Heute sind Tanja und Frank bei Owen zum Grillen eingeladen. Er ist Fahrer einer Moped-Rikscha, eines sogenannten Tuk-Tuks. Oft arbeiten Pensionen mit festen Fahrern zusammen. Inzwischen sind die drei befreundet. Auch für Frank und Tanja sind das seltene Einblicke in das kambodschanische Leben. Denn eine Freundschaft zwischen Kambodschanern und Ausländern ist sehr selten, auch wegen der Sprachprobleme. Wir finden es unheimlich wichtig, Kontakt zu halten. Oder so engen Kontakt zu haben, zum einen zu unseren Tuk-Tuk-Fahrern und zum anderen auch zu deren Familien. Ne, um halt deren Leben auch noch mehr zu verstehen oder noch mehr mitzubekommen. Also noch mehr hinter die Kulissen zu schauen. Insofern ist es uns sehr, sehr wichtig, dass wir halt auch mal quasi beim Dienstabschluss-Tee auch mal über die Sorgen und Nöte, Probleme der letzten Wochen reden können. Das ist uns sehr, sehr wichtig, dass man halt miteinander und nicht gegeneinander arbeitet. Als sie kamen, wussten sie nicht, ob sie bleiben. Inzwischen haben Tanja und Frank ihre Idee eines anderen, neuen Lebens wahrgemacht. Und sie sind zufrieden hier. Doch trotzdem bleiben sie Deutschland treu. Ich würde auch im Leben nicht meinen deutschen Pass abgeben. Ne, da kann passieren, was will. Weil man doch immer noch diese Sicherheit hat und diese kleine Hintertür. Ich kann zurück nach Deutschland, egal was ist. Doch daran denken sie im Moment nicht. Es gibt auch keinen Grund zur Rückkehr. Denn mit jedem Tag hier wird Kambodscha mehr und mehr zu ihrer Heimat. Seid ihr glücklich hier? Ja. 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 Sonst wären wir nicht mehr hier. Ja, genau. Tanja und Frank Smolinski sind angekommen in ihrem neuen Leben und haben trotz aller Schwierigkeiten in keiner Sekunde bereut, diesen Schritt gewagt zu haben.